Ja, der Führende im Zehnkampf nach dem ersten Tag kommt aus dem Strahlen gar nicht heraus und das aus gutem Grund. Simon Ehammer, 4.661 Punkte zur Halbzeit. Wie fühlt sich das an? Unglaublich. Ein ganz, ganz großes Ziel war natürlich so zu starten wie in Götzis. Hat ja einen guten ersten Tag, aber ja, jetzt ist es noch ein bisschen besser und das macht viel Spaß. Und die Laufsäge, 100 Meter, 400 Meter, jetzt noch einmal zum Schluss drauf, dass sie springen können, das wissen wir. Aber in der Qualität laufen? Ja, nein, also ich bin ja schon mal schnell gelaufen mit 47, 27. Das ist noch nicht so gut gegangen, aber ich habe mir viel vorgenommen und ich glaube, ich habe es ziemlich gut eingeteilt. Und ja, ist natürlich schön, wenn ich aus 5 Disziplinen 3 Siege mitnehme und fast einen 4. im Hochsprung, macht natürlich Spaß. Da kann man natürlich besonders gut schlafen gehen, das ist auch notwendig, weil morgen gilt es natürlich auch, so die Technikspezialisten ein bisschen auf Distanz zu halten. Wie wird denn das gelingen? Ja, ich glaube, ganz gut. Der größte Konkurrent ist sicher Niklas Kaul, weil er einfach brutalen Speer hat und guten 1500 Meter. Die anderen sind im 1500 Meter nicht so überlegen wie er. Und das macht es vor allem interessant. Jetzt, ich muss in Hürden gut performen und im Stabhochsprung. Und bei den Würfen einfach Bestleistung. Dann habe ich eh das Beste gemacht, was geht. Aber wird sicher spannend. An einem Abend wie heute sich auf morgen zu freuen, das gelingt wahrscheinlich nicht vielen. Diesem Teamkämpfer, dem kann das wahrscheinlich gelingen, denn er freut sich traditionell auf den zweiten Tag noch ein bisschen mehr. Aber wie beenden Sie denn heute Ihren ersten? Oh, ich bin sehr zufrieden, was ich heute so gemacht habe. Klar, man hat immer so die Kleinigkeiten, Weitsprung, Hochsprung. Hätte noch ein bisschen mehr gehen können, müssen, wie auch immer. Aber am Ende habe ich jetzt, glaube ich, 20 Punkte weniger als Bestleistung an Tag 1. Und damit kann man eigentlich sehr zufrieden schlafen gehen. Das, was Simon Ehammer da heute, man muss schon fast sagen, aufgeführt hat, wie viel Vorlage ist denn das für morgen? Oh, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt sind. 400 irgendwie bisschen Punkte. 477? Ja, ich glaube, wir haben heute beide das abgeliefert, was wir so können. Es hat jeder so seine kleinen Fehlerchen gemacht. Und morgen ist dann entscheidend, wer macht die meisten Fehler. Das ist einfach das Thema. Alles Gute. Danke. Also bei Niklas Kaul hört man die österreichische Mama nicht heraus, aber bei Simon Ehammer sehr wohl die österreichische Freundin. Gell? Da hat Tatjana Mecklau genau. Schon ordentlich am Dialekt mitgeholfen. Der wohnt auch ganz in der Nähe von Vorarlberg, aber da ist es dialektmäßig auch noch ganz anders. Wunderbar. Was du aber verstanden hast. Aber auf alle Fälle sozusagen ein Duell um den Zehnkampfthron mit ordentlicher rot-weiß-roter Beteiligung. So ist es. Ja, vielleicht haben wir Tatjana Mecklau ja morgen dann auch vielleicht so, und beim Interview.